Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Patrick von den Coffee Tasters und bei uns dreht sich heute alles um den Siemens EQ300. Der EQ300 ist der günstigste Vollautomat von Siemens. In unserem Video erfahrt ihr, ob er trotzdem die gewohnt hohe Qualität hat. Ihr könnt damit auf jeden Fall vier verschiedene Kaffeegetränke und heiße Milch auf Knopfdruck zubereiten. Wir brühen jetzt gleich alle Getränke und zeigen euch genau, wie ihr den Vollautomaten einstellen könnt. Wir gehen dabei auf die Stärken und Schwächen dieses Modells ein, damit ihr am Ende genau wisst, ob dieser Vollautomat die richtige Wahl für euch ist. In der Videobeschreibung verlinken wir euch den ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Da könnt ihr nochmal alle Details nachlesen und erfahrt auch, wie der EQ300 im Vergleich zu anderen Vollautomaten abschneidet. Aber jetzt geht's erstmal los mit unserem Test. Der EQ300 ist der günstigste Siemens Vollautomat der aktuellen Serie. Es ist einer der wenigen Vollautomaten in diesem Preisbereich, der euch auf Knopfdruck Milchschaum zubereitet. Das Gehäuse ist aus einem hochwertigen matten Kunststoff gefertigt. Das sieht deutlich besser aus als die glänzenden Kunststoffe, die wir von manch anderem Vollautomaten kennen. Bei der Farbe habt ihr die Wahl zwischen Weiß und Schwarz. Insgesamt macht das Gehäuse einen sehr guten Eindruck auf uns. Der EQ300 ist auf jeden Fall hochwertiger, als wir es in diesem Preisbereich erwartet haben. Alles ist lückenlos verarbeitet und die einzelnen Teile passen perfekt zueinander. Kein Klemmen, kein Quietschen, kein Wackeln. Das Gerät ist sehr kompakt und gerade einmal 25 cm breit. Auch in der Höhe misst der Vollautomat nur 37 cm. Im direkten Vergleich nimmt er gar nicht so viel mehr Platz ein als ein Wasserkocher. Unter dem Gehäuse sorgen vier Saugfüße dafür, dass der Vollautomat genau dort stehen bleibt, wo ihr ihn haben wollt. Jetzt schauen wir uns den Vollautomaten einmal genauer an. Oben rechts auf dem Vollautomaten ist das Bohnenfach. Es hat einen dicht abschließenden Kunststoffdeckel und wie ihr hier seht, eine umlaufende Gummidichtung. So werden die Bohnen vor Luft geschützt und das Aroma bleibt länger erhalten. Hier im Inneren seht ihr auch den Regler für den Mahlgrad. An der kleinen Kunststofferhöhung seht ihr, welcher Mahlgrad gerade eingestellt ist. Hier ist übrigens ein hochwertiges Kegelmahlwerk aus Keramik verbaut. Leider hat es aber nur drei Stufen. Viel experimentieren könnt ihr also nicht. Dieses kleine Gitter hier sorgt dafür, dass die Bohnen immer gleichmäßig in Richtung des Mahlwerks rutschen. Jetzt füllen wir mal ein paar Bohnen ein. Es passen bis zu 250 Gramm Bohnen in das Fach. Der Wassertank ist hinten links am Gerät und hat ebenfalls einen Kunststoffdeckel. Mit diesem Griff könnt ihr den Tank ganz einfach herausheben und zu euch nach vorne holen. Der Tank fasst bis zu 1,4 Liter Wasser. Damit gehört der Tank zwar zu den kleineren Modellen, aber ihr habt wenigstens immer frisches Wasser. Die Grundlage für guten Kaffee. Hier unten ist ein kleiner Schwimmer, der dem Gerät signalisiert, wenn der Tank leer ist. Dann leuchtet diese Anzeige hier im Display. Da unten im Tank seht ihr auch den Anschluss für einen Wasserfilter. Der Tank lässt sich dank der großen Öffnung einfach per Tischwasserfilter oder direkt unter dem Wasserhahn füllen. Danach hängt ihr den Tank einfach wieder ein und setzt den Deckel auf. Gut durchdacht ist unserer Meinung nach das Abtropfblech. Dank des Kunststoffgitters hier in der Mitte können die Tassen den Edelstahl nicht zerkratzen. Dadurch sieht alles lange aus wie neu. Der Kaffeeauslauf ist richtig stabil und wackelt keinen Millimeter. Und die Milchschaumdüse lässt sich ganz einfach nach unten schieben. Um sie abzunehmen, könnt ihr sie einfach etwas nach vorne und dann nach unten ziehen. Sie ist sehr leicht zu reinigen, denn sie besteht nur aus zwei Teilen. Der Düse selbst und einer Abdeckung aus Stahl.
Nach dem Säubern könnt ihr sie einfach zusammenstecken und wieder andrücken. Als nächstes zeigen wir euch, wie ihr den Kaffeeauslauf für verschiedene Getränke einstellt. Für kleine Espresso-Tassen muss der Kaffeeauslauf ganz nach unten. Hier ist trotzdem noch eine recht große Lücke, wie ihr seht. Wir sind gespannt, ob nachher wirklich jeder Tropfen seinen Weg in die Tasse findet. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr den Auslauf für einen Cappuccino einstellt. Einfach die Milchdüse komplett nach unten schieben. Der Kaffeeauslauf steht dann automatisch in der richtigen Position, so dass er auf jeden Fall nicht bis ins Glas hineinragt. Beim Latte Macchiato ist das ein bisschen anders. Hier schiebt ihr die Milchdüse nur so weit runter, wie es geht, ohne den Kaffeeauslauf zu verstellen. Also nicht komplett nach unten. Hier auf der rechten Seite ist ein kleiner Griff, mit dem ihr die Serviceklappe öffnen könnt. Oben seht ihr jetzt auch schon die Brühgruppe und hier unten die Auffangschalen. Die könnt ihr einfach nach vorne herausziehen. Das hier ist der Kaffeesatzbehälter, in dem die Kaffeepucks landen. Auf der Unterseite seht ihr, dass der Behälter spülmaschinengeeignet ist. Hier ist das Abtropfblech mit dem Gitter, das wir vorhin schon angesprochen haben. Und das ist die Auffangschale für Spülwasser. Kaum Ecken und hier unten ist ein Ausguss, damit ihr das Wasser einfach auskippen könnt. Auch hier findet ihr auf der Unterseite das Spülmaschinensymbol. Der blaue Schwimmer hier steht nach oben, wenn die Auffangschale voll ist. Kommen wir zum Herzstück, der Brühgruppe. Den weinroten Hebel leicht nach oben drücken und schon könnt ihr die Brühgruppe nach vorne herausziehen. Nachdem das Kaffeepulver gemahlen wurde, fällt es durch diesen roten Trichter direkt in die Brühkammer. Dort wird es dann von diesem Stempel zu einem Kaffeepuck verdichtet. Hierneben kommt dann das heiße Wasser an und wird direkt durch den Puck gepresst. Wenn ich die Brühgruppe so in der Hand habe, fällt mir auf jeden Fall direkt das vergleichsweise hohe Gewicht auf. Ziemlich robust das Teil. So, jetzt schalten wir den Vollautomaten einfach mal ein. Das Gerät führt nun einen Spülvorgang durch und heizt auf. Das dauert gerade einmal 40 Sekunden. Anschließend können wir direkt ein Getränk beziehen. Übrigens, sobald sich das Gerät automatisch abschaltet, führt es dann nochmal einen Spülvorgang durch. Das passiert, wenn ihr den Vollautomaten 30 Minuten nicht benutzt. Die Standby-Zeit könnt ihr aber auch verstellen. Wie ihr hier an der Seite seht, ist das Display leicht schräg und lässt sich daher auch von oben sehr gut lesen. Die Knöpfe bedient ihr per Sensor-Touch. Die reagieren auch, wenn ihr feuchte Finger habt. Insgesamt ist das Display sehr übersichtlich. Hier unten seht ihr die 5 Getränke. Espresso, Kaffee Crema, Cappuccino, Latte Macchiato und heiße Milch, zum Beispiel für Kakao. Hier auf der rechten Seite ist die Kalken Clean-Taste. Mit ihr startet ihr das automatische Reinigungsprogramm. Hier auf der linken Seite könnt ihr über die Taste mit den drei Bohnen die Kaffeestärke einstellen. Es geht von sehr mild, mild, normal, stark bis hin zu sehr stark. Hier oben bei den zwei Tassen aktiviert ihr den Doppelbezug. Das geht allerdings nur für Espresso und Kaffee Crema. Die Getränke mit Milchschaum könnt ihr nur einzeln nacheinander beziehen. In der Mitte auf dem Bildschirm seht ihr immer direkt, was ihr gerade ausgewählt habt. Das macht die Bedienung wirklich sehr leicht. Wenn ihr die Kaffeestärke-Taste und die Kalken-Clean-Taste für 3 Sekunden gedrückt haltet, kommt ihr in das Menü. Dort könnt ihr dann unter anderem die Einstellung für die Wasserhärte vornehmen. Dort könnt ihr auch die Standby-Zeit verändern. Ihr könnt den Signalton ausstellen, wie wir es hier schon gemacht haben. Ihr könnt aber auch die Sprache wechseln.
Und beim Factory Reset könnt ihr alles komplett auf Werkseinstellung zurücksetzen. Bei der Wasserhärte gibt es insgesamt vier Stufen. Stufe 1 für sehr weiches Wasser, bis hin zu Stufe 4 für sehr hartes Wasser, sehr kalkhaltiges Wasser, wie es in vielen deutschen Städten auch ist. Oder ihr könnt dann auch noch einen Wasserfilter aktivieren, der das Wasser vorab filtert. Dann müsst ihr auch seltener entkalken. Wir haben hier Wasserhärte Stufe 2 und stellen deswegen jetzt mal Stufe 2 ein. Jetzt zeigen wir euch, welche Getränke ihr mit dem EQ 300 zubereiten könnt und welche Einstellungen möglich sind. Als erstes beziehen wir einen weniger starken Espresso. Dazu wählen wir die Kaffeestärke mild, also Stufe 2 von 5. Anschließend drücken wir auf die Espresso-Taste. Wie ihr hört, beginnt der Automat sofort mit dem Mahlvorgang. Ihr habt hier keine Möglichkeit, die Getränkemenge einzustellen. In der Werkseinstellung erhalten wir jetzt einen 40 ml Espresso. Wie ihr die Getränkemenge ändert, zeigen wir euch aber noch später. Wir messen hier 70 Grad, das ist schön heiß. Nach 56 Sekunden ist unser Espresso auch schon fertig. Wie ihr seht, die Crema ist schön hellbraun und gleichmäßig fein. Als nächstes beziehen wir einen sehr kräftigen Espresso. Wir wollen ja herausfinden, wie groß der Unterschied zum milden Espresso ist. Diesmal wählen wir als Kaffeestärke sehr stark aus. Wie ihr hört, ist das Mahlwerk wirklich leise. Wir haben hier nur 65 Dezibel gemessen. Das ist deutlich weniger als bei vielen anderen Vollautomaten. Hier liegen die Siemens-Geräte wirklich weit vorne. Auch jetzt benötigt der Automat wieder weniger als eine Minute. Wie ihr seht, ist die Crema dunkler als beim milden Espresso. Geschmacklich ist der Espresso gut, könnte aber noch ein wenig intensiver schmecken. Dazu müsste das Mahlwerk aber noch etwas feiner mahlen können. Kommen wir jetzt zum Kaffee Crema. Hier bereiten wir gleich zwei Tassen auf einmal zu. Dazu drücken wir hier auf dieses Doppeltassensymbol. Diesmal wählen wir die Kaffeestärkestufe normal aus. Auch hier können wir keine Getränkemenge für große oder kleine Tassen auswählen. Wir erhalten jetzt ungefähr 140 Milliliter je Tasse. Allerdings können wir den Automaten so umprogrammieren, dass diese Tassen hier voll werden. Ihr könnt für Kaffee Crema eine Getränkemenge von 80 bis 200 Milliliter einstellen. Das Gerät führt jetzt gleich einen zweiten Mahlvorgang durch und presst einen frischen Kaffeepuck. Dadurch, dass wir hier zwei Tassen gleichzeitig brühen, dauert der Bezug natürlich doppelt so lange. Für eine Tasse benötigt der EQ 300 ungefähr 80 Sekunden. Für zwei Tassen im Doppelbezug ungefähr 2 Minuten 30. Wir messen hier eine Temperatur von bis zu 78 Grad. Das ist ordentlich heiß. Wie ihr seht, hat der Kaffee eine leichte, hellbraune Crema. Beim Geschmack ist der Kaffee im Vergleich zu anderen Vollautomaten auf jeden Fall weit vorne dabei. Er schmeckt intensiv, aber nicht bitter. Jetzt bereiten wir einen Cappuccino zu. Dafür müssen wir zuerst die Milch selbst abmessen. Laut Anleitung benötigen wir für einen Cappuccino 100 Milliliter. Das entspricht 103 Gramm. Ihr solltet bedenken, dass sich das Volumen der Milch beim Aufschäumen verdoppelt. Eure Tasse also bitte maximal zur Hälfte mit Milch füllen, sonst gibt's am Ende eine Sauerei. Für unsere Tests verwenden wir immer Biomilch mit 3,5 oder 3,8% Fett. Dann erhaltet ihr viel cremigen Milchschaum. Ihr könnt aber auch pflanzliche Alternativen wie Soja oder Hafermilch nehmen. Am besten eignen sich dann aber spezielle Barista-Editionen.
Der erste Cappuccino ist meistens noch nicht richtig heiß, sondern eher lauwarm. Das liegt daran, dass sich die Milchdüse nicht automatisch vorwärmt. Das können wir aber ganz einfach selbst machen. Dazu füllen wir Wasser in ein Glas, stellen es unter die Milchdüse und drücken die Milktaste. Jetzt kommt heißer Wasserdampf aus der Milchdüse und wärmt sie automatisch vor. Danach platzieren wir unser Glas mit Milch und drücken die Milchdüse ganz nach unten, bis sie sich ungefähr 1 cm über dem Glasboden befindet. Achtet aber darauf, dass sich auch der Kaffeeauslauf über dem Glas befindet, damit nichts daneben läuft. Wir wählen eine hohe Kaffeestärke aus und tippen auf die Cappuccino-Taste. Zunächst malt der Automat die Bohnen. Jetzt wird dann die Milch aufgeschäumt. Hier seht ihr gut, wie der Milchschaum im Glas nach oben steigt. Der Milchschaum ist 66 Grad heiß. Perfekt. Jetzt fließt der Espresso ins Glas. Fertig. Das hat jetzt insgesamt 1 Minute 56 gedauert. Unser Cappuccino hat eine Temperatur von 66 Grad. Optimal sind übrigens 67 Grad. Jetzt schieben wir die Milchdüse wieder nach oben. Fasst bitte nicht den metallischen Teil der Düse an, denn dieser wird recht heiß. Milchschaum gehört definitiv zu den Stärken des EQ300. Er ist schön feinporig und bleibt gut am Löffel haften. Jetzt zeigen wir euch einen Latte Macchiato. Dazu messen wir, genau wie es in der Anleitung steht, 150 ml Milch ab. Bedenkt bitte wieder, dass sich das Volumen der Milch beim Aufschäumen verdoppelt. Wir erhalten also ungefähr 300 ml Milchschaum. Zusammen mit den 40 ml Espresso landen wir am Ende bei 340 ml. In das Glas hier passen übrigens bis zu 350 ml. Jetzt stellen wir das Glas unter die Milchdüse und drücken sie nach unten. Die Zubereitung des Milchschaums ist übrigens nicht laut. Da hatten wir schon wesentlich lautere Vollautomaten in unserem Test. Wer also großen Wert auf ein leises Gerät legt, ist mit Siemens Vollautomaten auf jeden Fall gut beraten. Ihr seht, viel Platz ist nicht mehr bis zum Glasrand. War eine gute Entscheidung, das ganz große Glas zu nehmen. Wir messen hier 60 bis 62 Grad beim Milchschaum. So, wenn ihr wollt, könnt ihr die Düse auch schon mal nach oben schieben.
59 Grad. Ihr seht, das ist ein wenig lau. Perfekt wären zwischen 60 oder besser noch 65 Grad. So, ich hoffe, ihr könnt gut sehen, wie feinporig der Milchschaum ist. Genau so muss perfekter Milchschaum auch aussehen. Der Siemens EQ300 ist einer der wenigen Vollautomaten im unteren Preisbereich, bei dem ihr heiße Milch auf Knopfdruck bekommt. Bei anderen Vollautomaten ist das meistens nur über Umwege oder gar nicht möglich. Wählt dazu hier einfach die Milktaste und schon beginnt der Automat mit dem Aufschäumen eurer Milch. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, ihr könnt bei jedem Getränk die Getränkemenge umprogrammieren. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt bei einem Espresso. Dazu halten wir einfach 3 Sekunden lang die Espresso-Taste gedrückt. Sobald sie blinkt, befinden wir uns im Programmiermodus. Beim Espresso könnt ihr zwischen 25 und 60 Milliliter einstellen. Wer besonders kräftigen Espresso mag, kann ihn zum Beispiel von 40 auf 30 Milliliter umprogrammieren. Wir wollen hier jetzt, sagen wir, 50 Milliliter einstellen. Leider sehen wir die Milliliter aber nicht im Display, deshalb benutzen wir diese Waage hier. Wir brechen die Zubereitung jetzt ab, indem wir wieder auf die Espresso-Taste drücken. Jetzt speichert der Automat genau diese Menge. Ihr seht, wir haben hier jetzt knapp 54 Gramm oder Milliliter. Wenn wir das nächste Mal einen Espresso beziehen, gibt der Automat genau die Menge aus, die er jetzt gerade gespeichert hat. Jetzt verändern wir noch die Menge beim Kaffeecrema. Dazu wählen wir eine hohe Kaffeestärke aus und halten die Taste wieder 3 Sekunden lang gedrückt. Wir haben hier jetzt eine hohe Kaffeestärke gewählt, damit das Gerät auch mehr Kaffeepulver verwendet. Andernfalls würde für die gleiche Menge Kaffee einfach nur mehr Wasser verwendet. Unsere Tests haben gezeigt, dass der Kaffee dann zu dünn wird. Beim Kaffeecrema könnt ihr übrigens zwischen 80 und 200 Milliliter einstellen. Wenn wir den Vorgang jetzt nicht unterbrechen, brüht der Vollautomat automatisch 200 Milliliter. Genauso viel wie in unsere Tasse passt. Jetzt ist er fertig. Der Automat merkt sich jetzt diese 200 Milliliter. Wenn wir das nächste Mal einen Kaffeecrema beziehen, erhalten wir genau diese Menge. Für Kaffee oder Espresso gibt es keine Möglichkeit, die Temperatur einzustellen. Die sind aber ja sowieso heiß genug. Dafür könnt ihr beim Cappuccino und Latte Macchiato die Dauer des Aufschäumens verändern. Dadurch könnt ihr die Konsistenz und die Temperatur des Milchschaums direkt beeinflussen. Wenn ihr also heißeren Milchschaum wollt, schäumt ihr einfach ein bisschen länger auf. Wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Dazu halten wir 3 Sekunden lang die Cappuccino-Taste gedrückt. Jetzt schäumt der Automat so lange auf, bis wir erneut auf die Cappuccino-Taste drücken. Wir überwachen das Ganze jetzt parallel mit dem Thermometer. Die perfekte Temperatur für Milchschaum liegt zwischen 65 und 70 Grad. Zusammen mit dem Espresso kommt man beim Cappuccino dann auf ca. 67 Grad. Beim Latte Macchiato, der ja überwiegend aus Milch besteht, sind zwischen 60 und 65 Grad ideal. So, wir werden das Ganze jetzt hier gleich bei 60 Grad abbrechen. Ihr seht, das Thermometer schnellt trotzdem noch auf bis zu 66 Grad hoch. Da müsst ihr echt aufpassen. Ab 70 Grad kann die Milch bereits verbrannt schmecken. Jetzt gibt der Automat noch den Espresso aus. Hier messen wir am Ende 68 Grad, die perfekte Temperatur für Cappuccino.
Unter dem Punkt Factory Reset könnt ihr das Gerät auch auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Wenn ihr jetzt irgendwas programmiert habt und seid mit dem Geschmack nicht mehr zufrieden, geht ihr auf diese Option und bestätigt mit OK. Jetzt müsst ihr eine neue Sprache wieder auswählen und wählt dann hier höchstwahrscheinlich wieder Deutsch. Wie ihr hört, sind jetzt auch die Töne schon wieder eingeschaltet und das Gerät spült erstmal wieder durch. Nachdem wir jetzt einige Getränke bezogen haben, zeigen wir euch, wie der Vollautomat gereinigt wird. Nach dem Bezug eines Cappuccino sieht die Milchschaumdüse dann so aus. Taucht die Düse jetzt einfach nochmal in klares Wasser und drückt die Milk-Taste. Jetzt wird wieder heißer Wasserdampf ausgegeben. So sorgt ihr dafür, dass keine Milch in den kleinen Öffnungen der Düse hängen bleibt. Dann wartet ihr kurz, bis die Düse etwas abgekühlt ist und spült sie gründlich unter fließendem Wasser ab. Diese Meldung hier erscheint, wenn der Kaffeesatzbehälter voll ist. Und der kleine Schwimmer hier steht nach oben, wenn die Auffangschale für Wasser voll ist. Dann öffnet ihr die Front über den Griff auf der rechten Seite und zieht die Schalen heraus. Wie ihr seht, sind die Kaffeepucks komplett zerfallen. Das liegt daran, dass sie noch relativ feucht sind. Wir kippen sie immer direkt in den Biomüll und spülen dann alles gründlich mit Spülmittel aus. Jetzt schauen wir mal, wie viel Kaffeereste wir in der Brühgruppe finden. Hier vorne ist noch relativ wenig Pulver. Aber hier in der Nähe der Brühkammer und vor allem beim Stempel ist schon etwas mehr zu finden. Insgesamt ist das aber absolut im Rahmen. Die Brühgruppe solltet ihr einmal wöchentlich oder am besten sogar alle 3 Tage mit warmem Wasser abspülen und danach komplett an der Luft trocknen lassen. Die Auffangschalen können die Spülmaschine, das gilt aber nicht für die Brühgruppe. Den Innenraum könnt ihr noch mit einem feuchten Tuch auswischen und zum Schluss alles wieder einsetzen. Hebel leicht nach oben und vorsichtig einsetzen, bis es klickt. Noch die Auffangschalen reinschieben und dann die Tür schließen. Damit sind wir auch schon durch mit unserem Test. Wir fassen euch die Vor- und Nachteile des Siemens EQ 300 jetzt noch einmal kurz zusammen. Bereits auf den ersten Blick überzeugt der EQ 300 mit seinem geradlinigen Design und seiner hochwertigen Verarbeitung. Bei vielen Kaffeevollautomaten in diesem Preisbereich ist das nicht so. Aufgrund der kompakten Größe passt er auch gut in kleinere Küchen. Ihr könnt mit ihm 4 verschiedene Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereiten. Für jedes Getränk könnt ihr die Kaffeestärke in 5 Stufen einstellen. Abstufung bei der Getränkemenge für kleine, mittlere und große Tassen bietet der Vollautomat zwar nicht, aber ihr könnt den Kaffee Crema und Espresso auf eure Tassengröße umprogrammieren. Die Milch für Cappuccino und Latte Macchiato messt ihr vorher selbst ab. Dann stellt ihr das Glas unter die Milchdüse und den Rest erledigt der Vollautomat von alleine. Hier sind keine weiteren Handgriffe nötig. In Sachen Handhabung ist der Siemens EQ 300 sehr durchdacht. Auch die Reinigung nimmt kaum Zeit in Anspruch. Die Milchdüse könnt ihr ganz leicht abnehmen und unter fließendem Wasser ausspülen. Und viele Teile dürfen sogar in die Spülmaschine. Hervorheben möchten wir auch das verständliche Display mit Text. Hier bekommt ihr immer genau angezeigt, was ihr gerade einstellt oder was der Vollautomat gerade macht. Und auch im Inneren erwartet euch eine gute Qualität. Das Keramikmalwerk ist deutlich leiser als bei anderen Vollautomaten. Und auch die Brühgruppe wirkt robust und hochwertig. Bei den Getränken haben uns besonders der Cappuccino und Latte Macchiato überzeugt. Der Milchschaum ist extrem fein und gleichmäßig, wie wir es nur bei wenigen anderen Vollautomaten gesehen haben. Sollte euch der Milchschaum nicht heiß genug sein, könnt ihr einfach die Aufschäumdauer verlängern. Dann erhaltet ihr heißeren Milchschaum und der Automat speichert eure Einstellung automatisch für das nächste Mal. Auch der normale Kaffee Crema schmeckt besser, als wir es von anderen Vollautomaten gewohnt sind. Er war intensiv und nicht bitter, mit einer feinen, hellbraunen Crema.
Kleine Abzüge gibt es aber beim Espresso. Dieser könnte unserer Meinung nach noch kräftiger und intensiver im Geschmack sein. Selbst auf der feinsten Stufe ist der Mahlgrad doch noch etwas zu grob für Espresso. Mit nur 3 Stufen bietet das Mahlwerk nur wenig Spielraum zum Experimentieren. Generell sind die Einstellmöglichkeiten bei dem günstigen Siemens-Gerät doch recht begrenzt. Ihr könnt hier keine Profile anlegen und auch die Kaffeemenge könnt ihr hier nicht Milliliter genau einstellen. Dafür ist das Gerät aber sehr übersichtlich und leicht zu bedienen. Der EQ300 bietet gewohnt hohe Siemens-Qualität für einen guten Preis. Das war unser Test zum Siemens EQ300. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns durch einen Gefällt mir wissen. Abonniert am besten noch unseren Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. In der Beschreibung unter dem Video verlinke ich euch wie immer den ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Dort erfahrt ihr auch, wie der EQ300 im Vergleich zu anderen Vollautomaten abschneidet. Falls ihr noch eine Frage habt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Test. Euer Patrick von den Coffee Tasters.